Warte mal, der Herr. Wird. Designen. Erkennen. Tötet sie. Irgendwo fehlt noch was. Ein Notizblock mit dem lateinischen Wort Caedite Eos. Novit enim dominos qui sunt eos. Sollte das Jack zeigen. Vielleicht kann er mir helfen. Achso. Ich sollte Jack diese lateinischen Wörter zeigen. Vielleicht kann er mir helfen. Ich habe das Gefühl, hier fehlt ein Buch. Denn ich glaube, die ersten vier haben wir richtig. Das mit dem Tötet sie. Da fehlt irgendwas. Doch hier vielleicht? Ist hier irgendwie was? Okay, wir gehen mal zu MacGuffin. Er ist ja gerade in der Polizeistation. Irgendwie fehlen mir hier in dieser Stadt oder Dorf oder was auch immer das sein soll. Irgendwie ein paar Gebäude. Es ist einfach viel zu leer. Denn es sind hier nur... Es sind zwar schon einige Häuser, Anwesen und sowas, aber dafür, dass das eigentlich eine Kleinstadt sein soll, sind das dann doch irgendwie zu wenige. So, gib mir dein Herz. Schön. So, hier, das brauchen wir. Das war... Oh! ...39 haben wir jetzt. Zur Polizeistation. Was sagt Jack dazu? Da kann ich immer noch nicht rein, ne? Ach, das war nur das Klo? Eine Handtasche. Wer weiß, vielleicht können wir die noch gebrauchen. Da ist auch wieder ein Teufelchen. Okay, ab nach oben. Jack. Was war das denn? What then, huh? What do you say then, huh? What do you think? I have to say something here doesn't really add up. I've tried contacting the hospital, but so far there has been no answer whatsoever. I had these papers saying the boy is staying there until March. And then I have these other papers that you gave me that say quite the opposite. The signatures are totally different, and I can't get any confirmation from the hospital.
It's like the whole building has disappeared. So, when exactly did you leave the hospital? I don't quite understand how it took you 2 days to come here with the boy. Well, I took a small detour to go and see his father's grave. He really hadn't had a chance to see it yet. And where was that again? Ludlow? No, in Arlington. He was qualified for a burial in the National Cemetery there. Oh, right. Did you hear what happened in Ludlow? In Ludlow? No, why would I? They had a major crisis. Bunch of fires and a swarm of locusts. They had to call in the National Guard, and I heard there was a situation of some kind. What do you mean? I'm not sure what happened exactly, but they are suspecting that it was a terrorist attack of some sort. They found poison in the water supply and a bunch of other evidence that points towards something like that. Jesus. They ended up evacuating the whole town, and the word is that one of the buses used for the evacuation is missing. So it could be that the terrorist managed to escape with that and have hostages somewhere. Well, do they have any idea where? Nah. They are still looking for the bus. It's possible that it even came this way. If they don't find it soon, I'm sure they will extend the search here. Be ready to participate soon. Well, we really don't have the manpower to conduct any searches, Lieutenant. I'm sure some of the town folk would gladly help. I'm going to ask the mayor to help us out with it. The mayor? Do you really think he can get anything done? Yeah, I'm sure he can get us some reinforcements here. I already called the courthouse, but it seems he's scheduled for a camping trip. Once he gets back, I'll ask him. Hello, son. Hello there, Lucius. Okay, I think we're done here. How are you doing with the other case? Which one? The girl. Oh, yeah. There was a girl at the motel, but she didn't quite fit the description. I'm going to check that again just to make sure, after I'm done with some of this paperwork here. Okay, Jack. You do that. Okay, die Geschehnisse aus Lucius 2 wurden hier nochmal aufgearbeitet. Missing translation. He is very suspicious about our story. It won't take too long until he figures things out. A wrong call to the wrong place could blow the whole thing out. Hello there, Lucius. Achso, Jack, ich hab hier was. We ain't got much time here. Sooner or later, he's gonna find out what happened. And then we need to be ready with the scroll and stuff. What's this? Looks like a Latin sentence of some sort. It's too bad we don't have any books that could help us translate this. We should check out if the school has any. I remember your old house having quite a library there. Yeah, it's too bad it burnt down. Okay, wir brauchen die Lehrerin. Ich erinnere mich, ein lateinisches Buch im Keller der Kirche gesehen zu haben. Das sollte ich mir ansehen. Oder im Keller der Kirche. Können wir auch hin? Ich dachte, ich gehe vielleicht aber einmal kurz zur Schule. Vielleicht kann die Lehrerin mir helfen. Obwohl, nicht, dass ich jetzt irgendwas überspringe. Gehe ich doch lieber erstmal zur Kirche. Und wenn wir hier nochmal wegen den Charakteren gucken. Da, oh, Mist. Banta Mason. Da ist 14%. Den können wir töten. Den können wir töten. Wir können hier eigentlich... Der ist schon tot. Die können wir töten. Ja. Derek Morgan. Den können wir töten. Dr. L. Green. Den Arzt können wir töten, der ist schon tot. Samantha Morgan, die können wir töten. Ihn anscheinend nicht. Den können wir. Ihn nicht. Ihn auch nicht, schade eigentlich. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute, würde ich glaube ich vermuten, fehlen hier noch. Die wir abmurksen können. Thank you.
So, da schon Gabriels Haus, das wird... Ich finde schön, dass die dieses Mal so eine richtig schöne Open World gemacht haben. Aber die hätten das ruhig ein bisschen mehr füllen können. Ich habe den Schlüssel auf einem Stuhl gefunden. Der öffnet bestimmt die Tür zum Keller. Wow. Eine ganz neue Info. Aber die hätten hier ruhig vielleicht das entweder ein bisschen enger zusammensetzen können. Oder ein bisschen irgendwie mehr füllen. I found some paper from Salah. I do notice in particular Latin translation Caedit Eos, which means kill them all. Das schwarze Pferd, Dokumente. Keine Ahnung, wo ich das jetzt wieder finden soll. Okay, es war jetzt ein Blitz. Es kommt ein Regengeräusch, also blitzt, Regengeräusche, Gewitter. Aber kein Regen. Ja, noch ein Rabenherz. Wie das einfach aussieht, so mit den ganzen... Ah ne, genau, das war ja der Weg nach oben. Wir müssen in den Keller. So, merkwürdige Papiere mit lateinischen Übersetzung Caedit Eos sticht hervor. Jack hat sich daran erinnert, dass das Dante-Anwesen eine große Bibliothek hatte, bevor es niedergebrannt ist. Okay, ich muss also zurück zum Dante-Anwesen. Einmal. Kann es sein, dass die alle das gleiche Auto haben? Alle so eins oder so eins? Ich sehe, glaube ich, nur diese beiden Autos hier überall. Und die stehen auch nur und fahren nicht hier rum. Ich glaube, zur Lehrerin müssen wir auch einmal. Die kann uns auch vielleicht einen Teil der Nachricht da übersetzen. Okay, hier hört das Gewitter auf. Ja, die Info... Oh, warte mal. Da fällt mir gerade was auf. Die Cam ist wieder auf der falschen Seite. Warte. So. Damit ihr seht, was... Da hinten. Für ein Item ist. So, wir sind jetzt hier. Schrottplatz, Versteck. Haus am Morgens. Morgens müssten wir eigentlich auch mal besuchen. Baumhaus. Wir waren noch nicht beim Baumhaus? Benutzen wir doch noch mal ein Herz.
Das sieht aus, als wäre da ein Baumhaus. Yippie! Nein! Okay, I think we're done. Okay. Nochmal fliegen. Kann ich die Kamera auch irgendwie ein bisschen anders bewegen? Ich würde gerne wirklich mehr was von vorne sehen, aber ohne 1000 Kilometer in den Himmel aufzusteigen hier. Ich bin ja nicht Icarus, ich will jetzt nicht zur Sonne fliegen. So, wo genau befinden wir uns jetzt? Beim Wasserturm. Also da ist dann das Baumhaus. Get out and stay out. Er hat ein Baumhaus in der Nähe des Hauses. Wenn er hier verschwinden würde, würden sie ihn so schnell nicht finden. Das sind also optionale Morde, oder wie? Da ist ein Teufelchen. Wie komme ich nur dahin? Wie komme ich da überhaupt hoch? Warte mal, die Morgens wohnen ja nicht weit von hier. Gibt es noch mehr versteckte Plätze hier auf links? Jetzt haben wir das Baumhaus hier, da haben wir das Versteck. Habe ich hier irgendwie noch was übersehen? Aber Dr. Green, kam mal. Okay. Hi Paschi, alles klar? Na, ich gehe jetzt mal hier hin. Ah, hier sind sie. Ja, bei mir auch. Ich hatte jetzt halt letzte Woche ein bisschen Schwierigkeiten, mal live zu kommen von der Zeit her. So, hier haben wir zwei Personen, die wir optional ermorden können. Hier waren wir bis jetzt noch nicht drin. Ich, Achso, das ist aus dem Fernseher gekommen. Die Schüsse. Da ist eine Dose. Schwierigkeiten, genau, Schwierigkeiten. Habe ich Schwierigkeiten gesagt? Ach, so einer ist das. What the hell do you want? Achso, du fandest nur witzig. Okay, ich dachte schon, ich hätte jetzt Schwierigkeiten gesagt. Gibt es hier Möglichkeiten, den einen auch noch umzubringen? Boah, wie cool wäre das, wenn wir optional wirklich die komplette Stadt hier ausräuchern könnten. Wir haben bis jetzt nur zwei Morde begangen, also
Und das ist eigentlich ein bisschen enttäuschend. Nur zwei Morde. Wenn man der Sohn des Teufels ist. Wir können hier nichts machen. Mute. Ja, okay. Ich glaube, ich werde Lucius 3 im Privaten auch nochmal spielen. Nur um rauszufinden, ob wir wirklich alle töten können oder so. Also ich muss aber auch bisher sagen, Teil 1... hat mir immer noch bis jetzt am besten gefallen. Der Sohn des Teufels hat auch mal Freizeit. Ja, okay. Ist ein Argument. Aber für ihn ist doch Töten hier auch ein Hobby, oder nicht? Hobby zum Beruf gemacht. Und wer sein Hobby zum Beruf gemacht hat, der muss nie wieder arbeiten. Oder so ähnlich. Vielleicht will der Sohn des Teufels auch mal was trinken. Ja, kann auch sein. Warte mal. Okay, ist noch richtig. Ich wollte schon sagen, bin ich jetzt zu früh abgebogen? Also weswegen du auf dem... Ich bin vorbereitet, Paschi. Das Wasser... Ich bin vorbereitet heute. Ach so, Hobby zum Beruf machen, deswegen bist du die ganze Zeit auf dem Klo. Ja, gut. Wer das als Hobby sieht, ein Berufsscheißer oder so. Ja, das stimmt. Es ist irre warm. Da hast du recht, auf jeden Fall. Danke, dass du da an meine Gesundheit mitdenkst, an meine Hydrierung. Aber mit Wasser, ich bin diesmal wirklich vorbereitet. So, war hier die Bibliothek oder war da das... Ich glaube, das war die Bibliothek. Ein Buch, in dem Latein ins Deutsche übersetzt wird. Ich habe darin folgende Worte gefunden. Novit emin dominus. Sie lassen sich etwa mit der Herr wird übersetzen. What you got there, kid? Ah, der schon wieder. A Latin dictionary, eh? Did you know this book is a bit burnt? Not much you can do with that, lad. Ja, dann mach ihn heile, bitte. You know there is, however, something here that is of actual use. I'm gonna tell you a little story, and I want you to listen very carefully. Once upon a time, there was this bearded man with glasses. Also ich. He decided to create himself an ant farm. Also doch nicht ich. But instead of ants, he had all sorts of things that he made all by himself. He had lions. Zebras, bears, and even actual ants. And he made them all by himself, for his own amusement.
Even after all those creations, he didn't feel like they could hold his interest. They just weren't smart enough to be interesting. So one day, he decided that he is going to make this creature that looks almost like him. This creature had wings, but no gender. He ended up making hundreds of them, and then he decided to give them personalities. They would all be uniquely interesting individuals. And for a while, he was happy with his creation. Until one of them decided to revolt against him. This guy was called Lucifer. Lucy Boy was so fierce and determined that he managed to gather a great following among his brothers and almost managed to overthrow the guy with glasses. The creation had become so powerful that a weapon had to be made to contain them. He created a small dagger. He used this dagger to cut the wings off all those who took their step against him and cast them down to the abyss. Devastated about the whole incident, he sort of gave up on us angels and decided to create something new and better. So he created man, and he told the remaining angels to protect the man from any danger. I guess he was talking about Lucifer and things along those lines. Be their guardians, he said. Well, it wasn't long before the bearded man met someone, and they got married and had a kid. They named this kid Jesus, but I always knew him as Jesse. So for some reason, he thought it would be a good idea to send this kid to Earth to spend some time with these creations he had. Long story short, Lucifer found out about this and used the very same dagger he was hurt with to kill the kid, or something along those lines. I can't remember if he actually gave the dagger to someone else so they could use it, or managed to talk one of the followers to double-cross him somehow. I really don't remember. It's been like 2,000 years. Anyway, this dagger then fell into the hands of the humans and has been circulating somewhere over here ever since. After that, the bearded man has been pretty heartbroken and really hasn't been able to forgive the humans. There were Dark Ages and Crusades and all sorts of horrible stuff. That's when he came up with this whole plan about the Rapture. We, the Council of Angels, don't really agree with him. I think the human race deserves one more chance, and I'm sure we could convince him once he calms down and stops blaming them for his son's death. The thing is that Lucifer is also very excited about this, and is doing everything in his power to fuel the anger, making all this possible. I think he has managed to manipulate the whole situation so that he can get his vengeance. So first, we would need to stop him. But there's only one thing that can hurt him in this world. A very special weapon. I think you might know this weapon, and I think you might know where it is. This weapon is the only thing that can destroy Lucifer. Ouch! I'll take it that you are not ready to process all of this yet. Just like your father. Always so hot-tempered. Well, we shall see if we can still change your mind. Maybe that detective of yours could help me persuade you. Ja, Paschi, Jesse Christus oder so ähnlich. Der Scam Jesus. So, ja, der möchte uns irgendwie, das ist der Gabriel. Ich habe einen Teil eines lateinischen Satzes in einem verbrannten Buch gefunden. Die Worte waren Novit enim Dominos, was so viel heißt wie der Herr wird. Okay, dann haben wir das. Dann würde ich jetzt einmal noch zur Lehrerin gehen. So. Und ja, sorry, dass ich jetzt erst
darauf eingehe, was du geschrieben hast, Paschi. Bei dem Wetter 15 Tonnen Big Bags. Ja, kann ich mir vorstellen, wie viel Spaß das gemacht hatte, da bei dem Wetter so viel zu schleppen. Und klar, der Typ ist nett, das ist aber auch ein Erzengel. Der Erzengel Gabriel, der ist nicht ganz ganz so koscher mit unserem Vater Lucifer. Kann man so sagen, auf jeden Fall. Und ich gehe nochmal zum Mason Hotel. Ich will mal gucken, ob der Perverse noch da ist. Den möchte ich gerne umlegen. Also, er gehört auf jeden Fall. Hier sind eigentlich schon doch ein paar Leute, die möchte ich schon gerne den Gar ausmachen. Darunter ist einmal der Perverse, der hier durch ein Kuckloch hier anderen Leuten beim Duschen zusieht und sich dabei selber eine Freude macht, sage ich jetzt mal. Vorsichtig ausgedrückt. So, Benta Mason, genau. He is having dinner today with Mrs. Sodokin. Okay, das ist das, wo die Person war am Duschen und das war das Zimmer, wo der selber. Wo da so ein Kuckloch ist, die irgendwie direkt zur Dusche führt. So, dann kann ich. Maybe you're right. Oh man, maybe I'm starting to lose my mind. Or maybe, I'm actually right this time. What then, huh? What do you say? Anderen Leuten beim Duschen zuzusehen. Warte mal. No, it's just me and my mother. Just the two of you, huh? Well, and my little friends there. What do you mean? I'm a taxidermist. What's that? Well, I take animals, and I prepare, skin, stuff, and mount them. Oh, any kind of animals? No, not really. I prefer the smaller and more passive kind, you know, birds and rodents, whoever wants to be my friend. Right, and your mother doesn't mind, huh? No, why would she mind? No, I don't know. I mean, I guess she wouldn't. I mean, she does sometimes yell at me about them, but that's just because they haven't been nice to her. Then she tends to take their heads off, but that's just for their own good, she says. She cuts their heads off for their own good? How old is your mother? Well, she's old, but not that old. It's not polite to ask a woman of her age. No, of course not. It's just, you know, sometimes when people get old, they get a little weird. You ever think about putting her into a place where she could be taken care of better? What do you mean? Well, like an insane asylum? Why would I do that? No, nothing like that. Just a home. You would put my mother in an insane asylum? She is not insane. She is not. And if she would hear what you're saying, there's no knowing what she would do. I'm sorry. I didn't mean anything bad by it. You didn't mean anything by it? Words always mean something. Actions mean even more. Why are you carrying so much cash in a briefcase? That's something we should be asking you. Hä? Yeah. What? Have you been spying on me? Spying? No, I haven't. I haven't done anything that mother wouldn't approve, and mother does not approve of spying on anyone. Maybe I should go. Thanks for the dinner. I really need to get back to my room. Are you sure? I made dessert and everything. Are you sure you wouldn't want to stay a little more? No, I really think we should stay away from each other's business from now on. Warte mal, ist das die Frau, die er durchs Kuckloch beobachtet hatte? We were just talking about my mother, and I just wanted to say, for the record, that my mother isn't insane. She's perfectly fine. She just gets a little mad sometimes. Ich glaube auch nicht, dass die when Mutter she finds out bad things about people, she gets a little bad herself.
It's the blood I don't like. Oh, the blood. It just gets all over. She is not a good girl, Banter. You know what we need to do to whores like her. No, Mother, please. She didn't know what she was saying. She knew. They all knew. Warte mal, ist er seine eigene Mutter? Ist er seine eigene Mutter? Vom Kopf her? Oh, da ist noch ein Teufelchen. Okay, da ist er schon. Warte mal. Okay, neue Person. Ich bin nicht sicher, ob das hier echter Name ist. Sie ist nur auf der Durchreise und übernachtet im Hotel. Sie hat mit Mr. Mason zu Abend gegessen. Es wurde ziemlich schnell unbehaglich. Und sie ist gegangen. Ich bin mir sicher, dass sie sich über seine psychischen Probleme im Klaren ist. Ich glaube, das sollte inzwischen heißen. Kann ich sie besuchen? Hallo? Ich spioniere nicht. Ich bin nicht Mr. Benter. War doch, der hieß so Benter, oder? Warte mal. Benter Hill? Ja, Charaktere? Sie hat keinen Namen hier. Aber ist schon 20%. Wo ist der Verrückte? Da, Benter Mason. Der ist 29%. Okay, da kommt noch einiges auf uns zu. Also, er ist ganz klar jemand mit multipler Persönlichkeitsstörung. Aber nur weil jemand eine multiple Persönlichkeitsstörung hat, heißt das ja noch lange nicht, dass man sich dann so creepy verhalten muss, wie der das tut. Ist aber auch schon ein bisschen komisch, so... Allein der Gedanke so, dass er seine eigene Mutter ist. Also, was ist mit seiner echten Mutter passiert dann? Lebt sie? Existiert sie noch? Hat er sie vielleicht ausgestopft? Wie die kleinen Tierchen? Wie Nager und Vögel, die er gerne ausstopft? Hallo? Ich hätte gern einmal Marlboro Rot. Dankeschön. Hier nochmal dasselbe Auto. Ich glaube, die haben hier wirklich nur dieselben zwei Automodelle. Ja, aber okay, hier sind tatsächlich mehrere Leute, die irgendwie ein bisschen creepy sind. Die nicht ganz koscher sind, sag ich jetzt mal. Der eine Typ auf dem Schrottplatz, der immer wieder diese komische Bewegung macht, immer so. Also den einen Arm so und dann... Ganz, ganz komisch. Dann dieser eine Vater, der mit den drei Jungen. Der Lucius gerne etwas näher begutachten wollen würde, vom Verhalten her. Dann den einen Priester oder Prediger oder Pater oder wie auch immer, der
Der war ja auch ein bisschen komisch. Ja, okay, aber der hat den letzten nehme ich nochmal zurück. Der hat auch gewusst, dass wir der Sohn des Teufels sind. Also, dass er sich dann komisch verhält, ist dann klar. Der. So, was habe ich jetzt eigentlich, ich muss schauen, ob es in der Schule etwas Nützliches zu Latein gibt. Ja! Schule, das habe ich vergessen. Da wollte ich so oder so jetzt hin, aber steht jetzt im Questlog. Ich mag die Musik irgendwie. Dann viel Spaß beim Forza-Spiel. So. Ich spiele ein Spiel, wo man den Sohn des Teufels, weil es um den Sinn des Teufels geht. Und dann wunderst mich noch, dass da, ja, da hast du recht. Spiel, wo es um den Teufel geht und dann sich wundern, dass hier so creepy Gestalten sind. Und dass ein Prediger oder Pater oder sowas Bescheid weiß, dass man der Sohn des Teufels ist und dann irgendwie sich auch ganz komisch verhält, aber als einziger sogar mit Begründung. Also zumindest eine, die man rechtfertigen kann. So, aber viel Spaß jetzt beim Forza-Spielen. So. Hallo! Was kann ich ihr denn andrehen? Aber ich habe schon in einem blauen Augen gesehen. Ja. Ihren Mann möchte ich ja noch umlegen. Noch ein Teufelchen. Ich habe keine Ahnung, wofür diese Teufelchen gut sind. Okay, aus dem Fenster kann ich nicht springen. Ich glaube, das sind einfach nur so Sammelaufgaben. Und wenn man alle 100 hat, kriegt man irgendwie, keine Ahnung, ein Dreirad. Hier würde ich jetzt das Dreirad feiern. Wenn wir den bekommen würden. Oder haben wir den schon? So, wir wollen zur Schule. Ist ja hier nach oben. Das erste Mal, dass ein Kind freiwillig zur Schule geht. In den Ferien. Vielleicht kann auch die Lehrerin mir was übersetzen. Oh. Ist der wieder. Der ist wieder neu, glaube ich. So. Oh, hi there. Hallo. Ich habe hier was. Kannst du übersetzen? What do we have here? That's a sentence on a different language. Maybe Latin? You know what it says? Oh, I see. You probably wanted to translate it for you. Well, honey, I'm sorry, but this school really doesn't have anything that advanced to help us translate it. Aber warum nicht? Your old house used to have a marvelous library filled with books like these. Too bad it burned down. Actually, I can tell you what some of it means. If I remember my Latin lessons correctly, the end means something like, who are his? Qui sunt es? Yes, something like that, I think. Sorry, honey, I can't help you more. Have you checked the church? There could be some Latin books there. There's no school today, you know.
Okay, wir haben die Losung. Tötet sie, der Herr wird die Sein erkennen. Dann auf zum Haus des Richters. Obwohl, warte mal, kann es auch sein, dass wir die anderen alle im Laufe der Hauptquest so oder so töten müssen? Weil es sind ja 4 Reiter der Apokalypse. Für Pestilenz haben wir ja im letzten Teil ja schon gesorgt. Richter J. Jackson. Er ist der hiesige Richter, er arbeitet im Rathaus. Ich glaube, dass er meinen Großvater Fabius gut kann. Es könnte sein, dass die Dinge zwischen meinem Großvater und dem Richter tiefer gingen als... Ja, okay, das ist nichts Neues. So, suchen wir nochmal dein Arbeitszimmer. Ich glaube, das war hier. Ja. Tötet sie. Der Herr wird die Seinen erkennen. Nice. Hier ist auch noch mal so eine Gruft. Was habe ich da gerade gehört? Der Weg ist mit einem Tor versperrt. Auf der linken Seite gibt es einen Hebel und einige seltsam aussehende Objekte. Ich sehe auch ein paar Elementsymbole über ihnen. Und rechts ist ein merkwürdiges Fass. Das sollte ich mir genauer ansehen. Some dirt. Bisschen Dreck. Sieht wie ein Windspiel aus. Eine alte Schale, ich sollte sie mit etwas füllen. Ach so, das ist eine Eule. Ich hatte jetzt gedacht, hier haben ein paar Leute ein bisschen zu viel Spaß. Kerzen, ich kann sie problemlos anzünden. Eine alte Schale, ich sollte sie mit etwas füllen. Ich glaube hier, da ist das Erdsymbol. Hier kommt die Erde rein. Hineinpusten. Hier konzentrieren. Wir sind genau im Weg. Aber anzünden. Haben wir Wasser? Wir haben Milch. Kann ich die Milch leer machen? Eine volle Flasche Milch. Ich brauche Wasser. Oder was passiert, wenn ich die Milch da reinpacke? In die Schale füllen? Es ist eine Flüssigkeit. Vielleicht zählt Flüssigkeit. Es zählt Flüssigkeit. Okay. Ich konnte das Tor öffnen und ich kann bereits das Kribbeln in meinen Händen spüren. Ich glaube, ich nähere mich einem unheiligen Ort. Ist das das Kribbeln?
2 Gargoyles hat er hier. Sonst nichts, okay. Ne, ja, das sind Dämonen. Dämonenstatuen. Der Richter scheint demselben Kult anzugehören wie mein Großvater. Dieser Raum gibt mir die Kraft, seinen Verstand einfach zu verbiegen. Ich frage mich, was seine schlimmsten Ängste sein können. In seinen Verstand sehen. Ich bin jetzt auch gespannt. Joke is this. Oh. Who the hell are you? You know who I am. You'll all be prosecuted for this. Help! Let me go, you rats! Help! Jetzt. Hängt er da? Well, if we weren't going to hell before, we sure as hell are now. This is not going to stay hidden for long, Lucius. I'm not sure how all of this is going to go down after we get these seals open. As I see it, we are fulfilling the prophecy. And by fulfilling the prophecy, we are going to open something. I guess some sort of portal to hell? To let them in? Or for us to go there? Yes. So wait, yes to go there, or yes to let them hear? Das frage ich mich auch. Ja, um die hier reinzulassen in diese Welt, oder ja, um selber hineinzugehen in die Hölle? Kapitel abgeschlossen. Nur noch 4 Siegel. I need a drink. So I'm guessing you have this pretty much figured out. I wish you could just let me in on this a bit more. Also ein Reiter fehlt noch. So I guess this next one needs to be a murderer. I don't think there's anyone like that here. There really haven't been any homicides in the area in a long time. Besides all the deaths at your home, of course. In the accident. Okay, wer wird jetzt der... Okay.
Ort gewesen. We may need to go look further for this, unless you have any ideas. Ich glaube, er ist der vierte. Oder? Kapitel 4, Tod über dem Kuckucksnest. Oktober 31, 1974. Es ist Halloween. Now mother, tell your children not to do what I have done. To spend all your life in sin and misery. In the house of the rising sun, there is a house in New Orleans that they call the rising sun.